Grüß dich. Bist du schon ordentlich erschreckt durch Coronavirus? Dann ist schon langsam die Zeit, dir Impfung zu verkaufen. Aber weißt du, was ist der beste Schutz gegen die Viren? Dein Immunsystem. Wenn dein Immunsystem in Top-Zustand ist, dann bist du so gut wie sicher. Ich habe vor kurzem im Radio gehört, der ein Professor hat gesagt, dieser Virus ist nicht besonders gefährlicher als eine normale Grippe. Auch beim Grippe kann man sterben. Natürlich nicht die Starken sterben beim Grippe, sondern eher die Schwächen. Weißt du, warum unser Immunsystem ist dein bester Schutz? Weil ein Virus lebt nicht. Das ist der Unterschied zwischen Bakterien und Viren. Ein Bakterium hat biochemische Prozesse. Ein Bakterium lebt. Ein Virus nicht. Ein Virus ist eher eine Flaschenpost mit einer Botschaft drinnen. Und wenn eine Zelle findet diese Flasche, die öffnet die Flasche, der Depote, und liest die Botschaft. Und die Botschaft ist drin praktisch, du sollst das weitergeben, du sollst es multiplizieren. Und die Zelle fängt an, das zu multiplizieren, anstatt seine Arbeit zu machen. Und die Zelle macht es so fleißig, dass die Zelle stirbt. Das ist schon super nett, wenn man so viel arbeitet, dass man dabei stirbt. Und so kann man die Viren nicht töten, weil man müsste eigentlich die Zellen töten, die diese Botschaft multiplizieren und weitergeben. Und darum ist es so gefährlich. Unser Immunsystem ist in der Lage, dass die Immunsystem kann für die Zellen sagen, du sollst die Flasche mit dem roten Etikett nicht öffnen. Okay, und dann die Zelle weiß das. Aber was ist, wenn ein rosarote oder eine orangen Etikette kommt? Und die Zelle hat noch keinen Befehl. Was soll die Zelle damit machen? Die Zelle öffnet das und dann ist das Problem schon da. Und die Viren ändern ganz schnell diese Etiketten auf die Flasche. Und so ist unser Immunsystem eigentlich, unser Immunsystem muss das prüfen, was in der Flasche ist, welche Botschaft, ob das nützlich ist oder schädlich. Und dann gibt Befehle für die Zellen. Sie sollen das öffnen oder sollen sie das in Ruhe lassen. Und darum sage ich, dass am besten wir sollten unser Immunsystem in der Lage bringen, dass das so schnell wie möglich seine Arbeit erledigen kann. Wir können das als einen Wettkampf vorstellen. Läuft der Virus und läuft unser Immunsystem. Und wenn der Virus schneller läuft als unser Immunsystem, dann sterben wir. Und wenn unser Immunsystem ist der schnellere, dann überleben wir das. Und dann wir sind geschützt, weil unser Immunsystem, weißt du schon, welche Flasche dürfen die Zellen nicht öffnen. Ich glaube, ich habe dir etwas geholfen. Keine Angst bitte vor Coronavirus oder von Viren. Du sollst dein Immunsystem in Top-Zustand halten. Danke und tschüss.